Duisburg präsentiert sich auf der ITB 2018 von seiner Schokoladenseite als Stadt von Wasser und Feuer. Und das aus gutem Grund, denn das sind so zwei Elemente, die in Duisburg aufeinandertreffen und die Stadt auch recht spannend machen, auch unter touristischen Aspekten und Gesichtspunkten, wie wir sehen werden. Nordrhein-Westfalen, bevölkerungsreichstes Bundesland, wichtiger Wirtschafts- und Kulturstandort. Hier fließt die Ruhr in den Rhein und genau an der Mündung dieser beiden großen Flüsse liegt Duisburg. Die Metropole im westlichen Ruhrgebiet ist seit dem Mittelalter ein bedeutender Handelsplatz, Kaiserpfalz, Mitglied der Hanse und alte Universitätsstadt. Der Duisburger Hafen ist der größte Binnenhafen der Welt und Motor für Handel und Industrie. Die Montanindustrie hat Duisburg groß gemacht und nach wie vor ist es der größte Stahlstandort Europas. Aber auch Technologie, Dienstleistung und Logistik prägen die Wirtschaft in der Halbmillionenstadt. Das industrielle Erbe Duisburgs ist ein großer kultureller Schatz. Zu erleben ist das unter anderem im Landschaftspark Nord. Laut dem britischen Guardian eine der schönsten Parkanlagen der Welt. Spektakulär sind auch die Festivals, die das Kulturleben der Stadt prägen. Von den Duisburger Akzenten und der Ruhrtriennale über die Traumzeit bis zur Filmwoche und den Tanztagen. Kunst ist allgegenwärtig im Stadtbild. Nicht nur in den Museen, sondern auch auf der Straße. Wie sehr die Lage am Wasser das Leben in der Stadt bestimmt, zeigt sich auch in der Freizeit. Ob im Hochfelder Rheinpark, im Hafenstadtteil Ruhrort oder im Duisburger Innenhafen. Mit dem MSV Duisburg ist einer der traditionsreichsten Bundesliga-Vereine zu Hause in der Stadt. Und mit dem Casino im City Palais die größte und modernste Spielbank Deutschlands. Duisburg ist aber nicht nur Großstadt im Ruhrgebiet, sondern auch Tor zum Niederrhein. Und der zeigt sich in seiner stillen Schönheit am besten beim Sonnenuntergang an der Mühlenweide. Duisburg in Nordrhein-Westfalen, hier küsst die Ruhr den Rhein. In Duisburg zeigt sich die stille Schönheit des Niederrheins. Auf der ITB geht es etwas lauter zu. Das ist auch gut so, denn Klappern gehört zum Handwerk. Das wissen die Touristiker, das weiß die Branche, die sich hier trifft. Und darüber, was die ITB für Duisburg bedeutet und wie diese Messe den Tourismus in Duisburg befördern soll, darüber spreche ich jetzt mit Kai Hohmann. Er ist Geschäftsbereichsleiter für Tourismus bei Duisburg Konto. Herzlich willkommen bei uns im kleinen Studio hier. Ja, hallo, Herr de Winje. Und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe zu berichten. Wir haben es gerade schon im kurzen Film gesehen, wenn es darum geht, die Destination Duisburg zu vermarkten. Da muss ich ja wirklich überlegen, was rückt man da in den Fokus? Ne? Weil es gibt ja viele Ansatzpunkte. Was ist aus Ihrer Sicht das, wo Sie sagen, das ist der Punkt, mit dem wir so richtig nach vorne gehen können? Ja, wir haben ja jetzt seit einem Jahr eine neue Positionierung, die Sie schon aufgenommen haben. Wir sind die Stadt von Wasser und Feuer. Da kann die Fantasie natürlich einfach schon mal ein bisschen schweifen. Ja. Und das sind genau die Themen, die wir auch mitbringen. Das heißt, wir haben den größten Binnenhafen der Welt. Wir haben 36 Rheinkilometer. Wir haben eine Industriekultur, einen der schönsten Landschaftsparks der Welt mit dem Landschaftspark Duisburg Nord. Ja. Das sind also alles Themen, die wir mitbringen und die immer wieder neu von uns aufgeladen werden. Jetzt sind Sie ein paar Tage schon, anderthalb, um genau zu sein, auf der ITB unterwegs. Da wird es das ein oder andere Gespräch gegeben haben. Wie reagiert die Branche, wie reagieren die Fachbesucher auf diese Positionierung von Duisburg als touristischem Ziel? Also das kommt gut an, weil es ist einfach interessant und auch anders. Das verfängt, das ist wichtig. Wir müssen auch Alleinstellungsmerkmale nach vorne stellen in der Vermarktung. Und wir haben zum Beispiel gestern jede Menge Termine gehabt und gestern Abend noch mit chinesischen Kollegen zusammengesessen und auch eine tolle Idee entwickelt für ein ganz neues Veranstaltungskonzept. Wollen Sie was verraten? Na, es hat was mit Musik zu tun. Okay, ja. Sind wir gespannt. Naja, ich meine, dass das China als Quellmarkt, sagt man, glaube ich, in der Touristikbranche für Duisburg interessant wird, das hatten wir auch gestern tatsächlich schon gehört. Etwas, was im ersten Moment überrascht, dann aber naheliegend ist. Und das Gleiche gilt ja auch, das wurde ja in den vergangenen Monaten schon publiziert, für die Entwicklung der Hotelübernachtung, für die Zahl der touristischen Gäste, die wir in Duisburg haben, wo, wenn ich es richtig verstehe, die Stadt einen ziemlichen Spitzenplatz einnimmt mittlerweile. Ja, also da haben wir wirklich eine tolle Entwicklung hingelegt. Es war so, dass wir im Jahr 2016 eine Steigerung hatten von 12,8% bei den Hotelübernachtungen in Duisburg. Das klingt nach viel, ja. Das war zum ersten Mal über eine halbe Million Übernachtungen. Ja. Und wir haben uns gedacht, okay, das wird schwierig, da noch drauf zu satteln. Jetzt haben wir vor einigen Wochen die Zahlen gekriegt für 2017 und wir haben nochmal 6,5% zugelegt und sind jetzt bei 550.000. Das ist toll, eine tolle Entwicklung, wo ja auch alle drauf stolz sein können.
Weil das liegt einfach daran, dass alle Player in der Stadt da viel Energie reingelegt haben, dass wir touristisch so eine gute Entwicklung machen in Duisburg. Ich meine, man sieht es ja auch, wenn man offenen Auges durch die Stadt geht, dass die Hotellerie sich zumindest weiterentwickelt hat. Da gibt es Neubauten tatsächlich, auch eine Sache, die man vor ein paar Jahren noch gar nicht so auf dem Deckel hatte vermutlich. Das ist richtig, aber das zeigt ja auch, dass wir ein interessanter Investitionsstandort sind. Denn die Hotelketten überlegen sich genau, wo sie ihr Geld investieren. Ja. Und für uns ist es auch wichtig, auch noch intensiver zusammenzuarbeiten mit der Hotellerie, mit dem DEHOGA, weil wir dadurch nochmal eine ganz andere Schlagkraft entwickeln können. Ja, leuchtet ein. Die werden sich freuen, die Hotels, weil jetzt aktuell ja im Theater am Marientor mit dem Wolfgang Petri Musical mit Wahnsinn so ein Publikumsrenner tatsächlich läuft, viele Zehntausende von Tickets schon verkauft. Auch eine Sache, die eine Stadt wie Duisburg ja auch wieder auf die Musical-Landkarte zurückbringt. Für uns wahnsinnig wichtig, freuen wir uns auch drüber. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und wir haben sehr früh mit dem Veranstalter, mit Semmelkonzerts zusammengesessen, schon im letzten Sommer, und haben geplant und arbeiten da auch eng mit dem Theater am Marientor zusammen, weil da wollen wir natürlich was für unsere Stadt draus machen. Wir haben eine Pauschale entwickelt, die auch sehr gut läuft, die haben wir schon über 100 Mal verkauft. Super, ja. Und wir sind guter Dinge, dass diese Entwicklung auch weitergeht, weil das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Vermarktung von so einer Städtedestination. Also wir sehen viele positive Zeichen, viele positive Impulse, die von Duisburg ausgehen, die von der ITB auf Duisburg ausgehen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf der ITB und natürlich für die touristische Vermarktung unserer Stadt. Herr Hohmann, Dankeschön. Ja, vielen Dank an das Video. Danke sehr. Meine Damen und Herren, sichern Sie sich also Ihre Tickets für Wahnsinn, wenn Sie das Musical noch sehen wollen, denn Sie haben schon gehört, die sind heiß begehrt und bald vergriffen. Und schließlich wollen Sie auch alle mal Hölle, Hölle, Hölle schreien.